Was geht ab, Freunde? Die NBA ist zurück, yes sir. Und wir haben natürlich die besten Highlights aus der gestrigen Nacht für euch am Start. Wir haben 32 Punkte von Steph Curry. Wir haben die Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns mit ein sehr, sehr geiles Game. Gleiche gilt für dieses Monster-Matchup hier aus der Western Conference, nämlich einmal Clippers gegen die freaking OKC Thunder. Wir haben Nikola Jokic mit einem Monster-Triple-Double. 21 Punkte, 19 Rebounds, 15 Assists, keinen Fehlwurf. Der Mann ist nicht mehr normal, der Mann ist eine Maschine. Dann haben wir noch die Orlando Magic und ihr denkt euch so, hä, seit wann ist Mo Wagner auf den Thumbnails von den Magic spielen? Wartet ab, Mo hatte ein krasses Game gegen die Cavs und am Ende machen wir noch Top 10. Wir gehen in die Tabelle, wir schauen uns ein bisschen die Boxscores an. So viel erstmal dazu. Ey, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt den All-Star-Break gut überstanden. Jetzt sind wir wieder back und wir gehen direkt rein in die Steph Curry Highlights. Steph Curry gets buckets against the Lakers. Let's fucking go. Okay, wir fangen an mit einem absoluten Classic-Spielzug der Warriors. Haben wir alle tausendmal gesehen. Draymond und Steph zusammen ist einfach auch ein Cheatcode, genauso wie das hier. Das macht keinen Sinn. Wie kann man Anthony Davis ins Gesicht werfen? Ich weiß es nicht, Freunde. Aber er schafft es. Beide Teams kämpfen jetzt hart um den Einzug ins Play-In, by the way. Die sind beide untereinander. Also, ich bin so froh, dass NBA-Highlights zurück sind. Und man darf echt nicht unterschätzen, man hätte es, glaube ich, nicht gedacht, dass man Lakers gegen Warriors sich irgendwann nur noch anguckt und sagt, okay, wer von beiden schafft den besseren Play-In-Platz. Aber im Moment ist es so. Sie sind einfach beide noch nicht so sonderlich gut dieses Jahr. Ich glaube, sie haben beide Potenzial, besser zu sein. Und der Assist gerade hier von Curry war einfach nur beautiful. Guck dir das an. Ah, oh, Zucker. Perfekter Pass. Okay, wir haben all die Slow-Mos. Danke dafür, NBA. Apropos NBA, Freunde, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich bin... Er ist kein Mensch mehr. Was ich sagen wollte, Freunde, während Curry hier Austin Reeves zu seinem Bruder nach Deutschland crossed. Spielt sein Bruder noch in Deutschland? Weiß ich gar nicht. Oh, Austin Reeves hat eine taffe Nacht heute. Die machen es ihm auch schwer hier mit den ganzen Slow-Mos, wie sie immer wieder zeigen, wie er gekocht wird. Pull-Up-Dreier, Pull-Up-Dreier. Nein, nein. Oh, stimmt, Dinwiddie ist ja jetzt bei den Lakers. Boah, ganz kurz richtig Schock gehabt. Hä, wer ist der Typ hier mit dem Afro bei den Lakers? Aber yes, Dinwiddie ist ja jetzt bei denen. Tiefer Dreier. AD muss da raus. Also, das ist ein kranker Dreier, aber AD muss da raus. Warum bleibt er so tief drinnen? Drop Coverage gegen Curry. Weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist. Wir sind immer noch im ersten Viertel. Das war alles nur Highlights aus dem ersten Viertel. Oh. Ey, das ist so... Schau mal, jetzt habe ich... Ich habe gerade gesagt, warum kommt AD nicht weiter raus in der Defense, okay? Jetzt machen sie in der nächsten Sequenz genau das. Und Curry löst aber auch dieses Problem wieder. Perfekt, guck dir das an. Schau. So, jetzt kommt AD raus, oder Curry ist ein bisschen näher an der Dreierlinie, deswegen ist AD schon hier. Und dann passt er aber den Ball natürlich auf den Abroller, weil freaking Spencer Dinwiddie übernimmt natürlich hier nicht den Roller. So, und dann ist es eigentlich nur noch, wer ist mein Boy hier, Jackson Hayes, der für die Helpside geht. Jetzt könnte Looney ihn eigentlich sogar auf Moody stecken und Moody würde easy dunken oder Looney finisht halt alleine, weil er keinen Respekt hat vor Jackson Hayes und damit ist das Ding durch. Oh. Ich wusste, es ist die richtige Entscheidung, mit den Curry-Highlights anzufangen. Diese Pässe, dieses Shooting ist schon sehr, sehr nice. Was ich die ganze Zeit sagen wollte, Freunde, ich bin nächste Woche in Toronto bei den Raptors, guck mir da unter anderem die Warriors an. Ey, stimmt!
Ey, stimmt, das ist mir bisher gar nicht richtig klar gewesen. Ja klar, wir sehen die Warriors und wir sehen die Mavs jeweils gegen die Raptors. Ich hatte das so ein bisschen schon abgeschrieben, weil die Raptors jetzt nicht mehr so gut sind und weil Dennis vor allem getradet wurde. Und wir sind eigentlich dahin, oder wir wollten dahin, um ein Interview mit ihm zu machen. Jetzt wird das nicht klappen, weil er halt mittlerweile in Brooklyn ist. Aber wir sehen ja die Mavs und die Warriors. Geil, freue ich mich. Genau, und da wird es auch auf jeden Fall ein, zwei Vlogs geben. Ich weiß noch nicht, auf welchem Kanal. Ob auf diesem Kanal hier oder nicht. Max Christie gekocht. Ich weiß noch nicht, ob hier oder auf Barbecuen die Vlogs besser passen. Vielleicht könnt ihr mir das auch mal sagen, wo ihr glaubt, dass die Vlogs besser passen würden. Good pass. Ey, das ist ein knapperes Spiel, als ich gedacht habe. Wird das hier gleich ein Blowout? Kann das sein? Weil aus irgendeinem Grund sind die Highlights nicht besonders lang. Oh mein Gott. Oh, warte mal, war das sein Dad mit seiner Mom? Sind die wieder cool? Ist es seine Mom? Nee, oder? Das ist sein Dad. Nee, das ist... Hä? Sorry, das sind nicht mal ansatzweise seine Eltern. Das sah einfach kurz, in diesem kurzen Moment dachte ich so, hä, sind seine Parents back together? Aber okay, dann waren die das gar nicht. My bad. Sah ganz kurz so aus. Es ist immer eine Masterclass mit Curry. So, wir sind immer noch im zweiten Viertel. Dank. Ah. Mach doch einmal einen Dank, Steph Curry, komm schon. Okay, wir sind zweite Halbzeit, hier ist Kuminga für drei. Ich bin froh, dass sie Kuminga nicht abgegeben haben. Ich finde, Kuminga ist nice. Steal. Oh oh, oh oh. Nee, da kommt auch Torian Finney nicht mehr hin. Okay, und jetzt haben wir fast schon... Es ist nur ein 10-Punkte-Game. Ich verstehe gar nicht, warum das so wenig Highlights irgendwie sind. Oh, gut. Oh! Let's go, Moody. Let's go, Moody. Das war ein starker Move von ihm. Den gucken wir uns nochmal an. Der war mit Authority. Das ist, by the way, LeBron. LeBron hat nicht mitgespielt. Aber ganz kurz, wie kann das hier passieren eigentlich? Ah, okay, da ist ein Pick. Weil ich dachte schon, wie kann Austin Reeves das verpennen? Aber okay, Wiggins stellt hier einen Block einfach, wo Reeves kurz hängen bleibt. AD will da nicht raus, ist ihm zu weit. Kann er auch nicht, sonst hätte er die ganze Zone aufgemacht. Okay, also ich habe deswegen nicht auf das ganze Spiel reagiert, weil ich gesehen habe zum einen, dass LeBron nicht gespielt hat und ich hatte gesehen, dass es gar nicht so eng war. Ich zoome mal kurz den Boxscore raus, nur um das zu bestätigen. Also es war am Ende ein 18-Punkte-Game, ja. Wir haben hier am Ende 128 zu 110 für die Warriors. Wir hatten eigentlich ja keine guten Dreier bei den Lakers, bei den Warriors schon. Steph war 6 von 13. Was hat Clay gespielt von der Bank? 3 Punkte. 3 Punkte. In 28 Minuten von der Bank. Aber komm, wir halten ihm zugute. 5 Assists, 4 Rebounds. Das ist hart. Das ist so hart, was mit Clay passiert. Egal, wir hatten von Jackson Davis 17 Punkte und sonst aus das hatte Kuminga. Kuminga hatte 12, Wiggs 20, Puchemski 10. Also bei den Warriors ist auch lange noch nicht das ganze Ding durch und wir gucken uns gleich in der Tabelle an, wo die stehen. Jetzt gehen wir erstmal ins nächste Game, auf das ich mich extrem freue. Wir haben unsere Mavs gegen unsere Suns. Warum sind es heute unsere? Weiß ich nicht, Freunde. Auf jeden Fall haben wir ihn hier. Mr. Luka Doncic, einen der krankesten Mother-Effer in der Liga, genauso wie der hier, KD. Also es wird ein sehr, sehr geiles Game. Kein Bradley Beal, klar, warum auch. Man zahlt ihm ja nur 50 Millionen im Jahr. Aber man hat Booker, man hat Eric Gordon, man hat Grayson Allen und man hat Nurk unterm Korb. Ah, und die Mavs starten mit Lively. Kein Daniel Gafford hier zu sehen im Moment, aber dafür PJ Washington.
Weiß nicht, ob Gafford dann vielleicht gleich von der Bank kommt. Hier ist auf jeden Fall Grayson Allen und Phoenix startet gut hier rein mit 8:0. Ist eine geile Kameraeinstellung, ist sehr, sehr nah. Das gefällt mir irgendwie. Hier ist Nurk. Boah, die Suns kommen hier richtig heiß raus. So, hier ist PJ. Der hat gesagt irgendwie, dass 3 oder 4 Siege haben die Mavs jetzt. Und er meinte, das ist die längste Siegesserie seiner Karriere. Das ist auch tough, ey. Da merkst du richtig, dass Charlotte und solche Teams so richtige Gefängnisse sind für manche Spieler. Überleg mal, der hat noch nie in seiner Karriere in der NBA 3 oder 4 Spiele in Folge gewonnen. Überleg dir das mal, ey. Wie schlimm das sein muss in solchen Teams. Okay, und wir starten. Wir starten, wir sind ready dafür. Wir wissen, was passieren wird. Lively natürlich mieser Athlet. Oh, Booker wollte da einen Foul, aber das war zu konstruiert. Hier kommt Mr. Handles himself. Weiß nicht, wie er den gemacht hat. Sah aus wie ein And-One-Layup. Ich brauch den Ball gerade in der Hand, wenn die spielen. Das ist zu crazy. Wow. Boah, da scheißt Maxi ein bisschen rein. Da fehlt die laterale Geschwindigkeit. Also wir gucken mal, wie Booker hier einfach attackiert und schon ist er durch. Aber ist natürlich auch schwer. Maxi ist mehr ein Forward auf jeden Fall und Booker mehr ein Guard. Hier ist mein Boy Okogie. Ich hoffe, ich verwechsel ihn nicht wieder mit Goodwin. Das ist mir zu oft passiert am Anfang der Saison. So, die Mavs sind für mich auf jeden Fall ein Team, was angreifen wird um die Spitze in der Western Conference. Die sind so stark jetzt, hier ein And-One-Layup von Doncic. Also wirklich, ne, die Mavs haben nicht die beste erste Saisonhälfte gespielt oder fast 2/3 kann man sagen, ne, nach All-Star-Break ist gar nicht mehr so lange. Aber die Mavs haben sich richtig gut verstärkt mit Gafford und mit PJ Washington. Die haben Kyrie jetzt wieder zurück, der endlich wieder gesund ist. Der hat eine Menge gefehlt am Anfang. Die können schon diese Top 4, glaube ich, im Westen nochmal angreifen. Ich bin gespannt, wie am Ende die Konstellation sein wird im Westen, weil es gibt legit 7 Contender. Ah, hier ist, by the way, jetzt unser Boy Daniel Gafford. Der ist jetzt auch mit drin. Oh. Kyrie auch so ein guter Cutter, by the way. Richtig unterschätzter Part von seinem Spiel ist, dass Kyrie so ein guter Cutter ist. Pull-up-Dreier. Shit. Boah, und die Suns kriegen hier keinen Angriff aufgebaut. Wieder. Nein. Er ist nicht normal. Wir haben auch das geilste Kommentatoren-Duo aktuell in der Liga, Kevin Harlan mit Reggie Miller. Also das ist ein sehr, sehr nices Spiel hier für uns. Oh. Yo, stimmt, die haben jetzt Royce O'Neal. Hauptsache noch ein 3-and-D-Player. Nicht, dass man nicht schon 30 davon hätte im Roster. Hier unter anderem Grayson Allen, let's go. Oh, Kyrie hat richtig Bock. Kyrie hat richtig Bock! Oh. Von KD haben wir noch nicht viel gesehen. Boah, hätte ich Bock auf eine Serie zwischen den beiden. Wäre das eine kranke Serie, Freunde. Ich will euch nicht nerven, ne? Aber das macht keinen Sinn. Du kannst nicht in 2,11 Meter Nurkic springen. Ich habe Nurkic gesehen bei der Eurobasket live. Der Typ ist einer der größten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Wirklich. Der Einzige, der mir einfällt, der noch größer und noch mehr Masse hatte, war Shaq. Und Shaq hatte ich 30 Meter in Entfernung gesehen und hatte immer noch das Gefühl, dass der größte Mensch er war. Aber Nurkic ist so ein Monster, wenn ihr den live seht. Und Kyrie hat basically meinen Körper. Ist vielleicht ein bisschen muskulöser, aber viel mehr Größe und so hat er nicht. Und dann geht er in den Rhein, hängt hier, kommt. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich schwör's euch. Ja, wenn ich Nurkic auf dem Court sehen würde, ich würde eine Injury faken. Also Royce O'Neal könnte den Suns auf jeden Fall klar nochmal gut tun, aber ich bleib dabei. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Size gebraucht.
Guter Move von KD. Wir sind immer noch in der im zweiten Viertel. Daran merkt man die Qualität des Spiels, dass ich nicht mal jetzt umschalte ins dritte Viertel. Was ich ja sehr, sehr gerne immer mache. Aber bei dem Spiel bleibe ich, glaube ich, das ganze Game über drauf. Oh Gott. Beinarbeit, crazy. Stimmt, die haben noch diese ganzen Jungen mit Hardy und mit Green. Ich wollte sagen, das sah schon sehr nach Foul aus. Also Doncic auf jeden Fall jemand, der sehr rumheult immer bei den Refs, aber hier und da bekommt er auch wirklich mal einen Pfiff nicht und das war definitiv ein Foul. Er ist einfach so groß. Wow, das war so schlau. Das war so schlau, Eubanks hier das Foul anzuhängen. Guck, er hätte direkt hochgehen können. Er hätte direkt hochgehen können hier, aber er holt sich noch das Foul, geht in ihn rein, lässt ihn fliegen, holt sich das Foul. Das ist genius. Das ist super schlauer Basketball, ja. Oh, Kyrie handles. Oh! Ich liebe diesen Move, wenn er den Ball einfach so fallen lässt und dann so eine Körpertäuschung macht. Okay, wir haben ausgeglichenes Game. Wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit, Freunde. Das ist genau der Basketball, den wir uns gewünscht haben, wenn wir zurückkommen hier. Boah. Er ist einfach auch so groß. Ich glaube, das kommt oft nicht rüber auf dem Court, dass Doncic halt so groß ist, dass wenn er von Guards verteidigt wird, er auch einfach über die drüber werfen kann. Und wenn er in die Zone geht, die meisten Forwards und selbst manche Big Men, er einfach mit seinen Schultern auch so ein bisschen einen Bump geben kann, um sich den Platz zu verschaffen, weil er eben so groß und so viel Power hat. Und das als Guard letztendlich, ne? Okay, also wir sind hier echt weiterhin in einem ausgeglichenen Game. Ey, die lassen hier Doncic fünfmal an den gleichen Spot. Like, dann stellt er dir mal ein anderes als fucking Grayson Allen auf ihn. Oder holt er sich den dauernd in einem Switch? Das kann ja nicht sein, dass das hier fünfmal das gleiche Play ist. Wow, Booker ist so nasty. Oh, Kyrie. Kyrie hat auch so mit den schönsten Jumper in der NBA. Wild. Okay, Dallas führt aber mit 10. Ich wollte sagen, ein bisschen wenig von Booker und KD, aber die sind die einzigen, die scoren. Ich weiß, aber ihr wisst... Oh! Wow! Strong move. Oh! Okay, jetzt führt das. Ah, oh, das ist ein Spiel, das hätte ich gerne live geguckt. Ich habe meinen Schlafrhythmus jetzt wieder verkackt. Ich habe ihn quasi jetzt wieder auf normale Zeit. Und dabei geht's in 2-3 Tagen nach Toronto, was dann auch wieder keinen Sinn macht, weil wir da dann wieder den US-Schlafrhythmus haben werden. Aber ich hätte das Spiel mir richtig gerne gestern Nacht live angeguckt, ey. Ich habe die ganze Nacht noch Francis Ngannou-Fights geguckt und habe mich damit so ein bisschen auf den nächsten Kampf eingestellt. So, hier ist Kyrie, wieder Splash. Okay, sehr, sehr knappes, sehr, sehr geiles Spiel hier. Boah, und Booker ist nur am Hasseln. Bricht sich fast die Knöchel da am Fotograf. Gott sei Dank ist nichts passiert. Hardaway Jr. haben wir bisher gar nicht gesehen. Schöner Move. Schöner Move gegen Eric. Oh, jetzt übernimmt Hardaway. Oh! Yo, können wir Nurkic kurz seine Blumen geben? Was ein Stil von ihm. Als Big Man da ranzukommen, einfach Doncic zu stehlen, das war auch kein Foul. Yo, das war crazy. Nassir Little. Ey, die haben echt immer so, du kannst so random NBA-Player-Namen spielen und die spielen am Ende immer bei den Suns, oder? Nassir Little spielt auch bei den Suns, Josh Okogie spielt bei den Suns, Goodwin spielt bei den Suns, Royce O'Neal spielt bei den Suns, Grayson Allen spielt bei den Suns. Das ist alles der gleiche Spielertyp. Alle. Das ist so krass. Wenig Gafford heute irgendwie, wundert mich ein bisschen. Oh, was?
Es ist ein krass spannendes Spiel hier. Oh, guter Stil von Doncic, gute Hände. Und Kyrie, da kommst du nicht an den Ball. Du kommst nicht an den Ball. Er ist ein fucking Magier, auch wenn er ein bisschen abseits des Courts nicht der coolste ist. Aber Dude, ey, der Typ ist ein Magician, wirklich. I'm not no magician. Und das ist halt aber immer ein Bucket, ne? Du bist nie weg gegen so ein Team wie die Suns, weil die immer wieder in den Lauf kommen können, weil so viele Leute den Dreier treffen können. Aber die Mavs treffen hier auch gut. Oh, let's go, Maxi! Wichtigster Punkt. Wichtigster Bucket im ganzen Spiel. Ich gucke die ganze Zeit auf den Score, aber die Suns kommen nie so richtig ran. Es sind immer so 10 Punkte, jetzt mal 8 Punkte, hier ist wieder Maxim. Ey, wichtigster Spieler auf dem Feld. Müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Wer ist der Klatscheste bei den Mavs? Es ist Maxi, 100%. Ja, Doncic ist einfach nur crazy. Aber Booker auch, ey. Booker trägt hier diese Suns, ne? 114, 104, es bleiben 10 Punkte. Guter Cut. Was hab ich fucking gesagt? Er ist so ein guter Cutter. Jetzt sind es schon 12. Boah, wilder Layup von KD. Das ist nicht in Ordnung. Da bin ich so hart dagegen von der NBA, dass diese Fotografen so nah am Court sitzen dürfen, wirklich. Guck dir das mal an, guck mal, wie lang KD ist. Der tut sich da jedes Mal weh. Schau mal, wie oft die hinfallen und auf irgendwelche Fotografen fallen. Das ist nicht in Ordnung. Mach diese Zone da unterm Korb so wie in der Bubble. Too easy. Ich glaube, die Mavs haben damit diese Serie gegen die Suns komplett gesweept, ne? Tschüss. Ja, okay, die... Also, das Ding ist durch. Da können wir jetzt auch rausgehen. Oder kommt jetzt hier noch ein wilder Bucket, dann bleiben wir vielleicht noch drin. Nee, kommt nicht mehr. Okay, ey, das hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Ich wusste, das würde sich lohnen. Und ich hatte gar nicht vor, jetzt das ganze Spiel alles zu gucken. Aber mir war auch klar... oder ich mach's immer so, wenn mir die Highlights taugen, so, dann bleiben wir auch komplett drin und skippen nicht rum. Und das müssen wir jetzt hier einfach einmal sagen, dass es Bock gemacht hat. Wir haben hier KD mit 23 Punkten, 6 Rebounds. Genau, es gab eine Situation mit KD, das können wir vielleicht noch kurz angucken. Und zwar, ich will hier den Ton leiser machen, so. Okay, also diese Fans da haben aus irgendeinem Grund zu KD Bitch gesagt. Und KD hat das natürlich abgefuckt. Und ich hasse das, wenn diese Fans immer denken, so, schau wie die da denkt, sie hat jetzt so voll den coolen Moment mit ihm, wenn sie ihn gerade beleidigt hat. Weißt du, wie ich meine? Also das kannst du doch nicht bringen. Und dann immer, schau mal, dieses Entitlement jetzt in dieser Frau, wie die jetzt denkt, so, hä, warum gibt er mir nicht die Hand? Schau. Schau, wie sie jetzt sauer wird, so, hey, ich halte dir doch die Hand hin. Sag mal, bist du wahnsinnig, Alter? Du hast den gerade beleidigt. Spinnst du? Wer bist du denn? Ja, also KD geht dann auch weg. Der hört sich dann die Erklärung von denen nicht an. Aber diese Fans oft in den Hallen, ich bekomme es ja manchmal mit, was die Leute da schreien und so. Manche Sachen sind natürlich auch lustig, aber oft geht's unter die Gürtellinie, wo du dir denkst, so, ey, wie kommt man darauf, sich, weil man die Tickets gekauft hat, jetzt diese Spieler in irgendeiner Weise beleidigen zu können? Ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall, wir gehen es einmal kurz durch. KD hatte 23, Booker 35. Ansonsten sehr ausgeglichen alles, haben krass getroffen auch, aber am Ende haben es die Mavs halt gemacht. Die Mavs ein bisschen besser noch getroffen von der Dreierlinie. Freiwürfe waren ausgeglichen. Rebounds auch, Assists mehr oder weniger auch. Turnover, keine große Diskrepanz. Doncic hatte 41, 11 und 9.
Ja, kein Triple-Double, ne? Was soll, ich habe euch immer gesagt, der ist nicht so gut. Spaß. 41, 11 und 9, crazy. 7 von 7, 6 von 11, 14 von 27 Würfe, so wild. Kyrie mit 29, von der Bank ein bisschen. Aber warum hat mein Boy Gaffer, boah, 17 Minuten und nichts gerissen? Tough. Okay. Egal, Freunde, wir gehen ins nächste Game und wir gucken uns hier das nächste Highlight an. Und zwar haben wir hier Clippers gegen OKC. Da würde ich jetzt aber sagen, einfach aus Zeitgründen gehen wir ein bisschen nach vorne in die zweite Halbzeit. So, was in Ordnung ist, weil wir haben hier auch ein komplett ausgeglichenes Game. Wir gucken erstmal, spielen alle. Bei den Clippers sieht es so aus. Yes, wir haben Zubats, wir haben Harden, PG, Terrence Mann und Kawhi. Und hier haben wir Shea, Jalen Williams, my man Lou Dort. Hier müsste Chad sein. Yes, Chad Holmgren und irgendjemand steht hier noch in der Corner. Der Dude. War das Isaiah Joe? Glaube schon. Okay, wir sind ausgeglichen. Oh, Chad sagt, gib mir der zu Zubats. Wieder Isaiah. Okay, hier ist PG, da hat er den größten Vorteil und ein bisschen Power-Vorteil. Schießt ihn beiden ins Gesicht. Clippers 28. Oh, give me that. Oh, ich liebe meinen Boy Lou Dort. So ein kranker Defender. Oh, nice. Nice gespielt von PG. So, Shea eigentlich kein richtig krasser Shooter. Ich glaube so 35% dieses Jahr. Oh, Zubats hat einen ganz schweren Abend gegen diese OK City Thunder, Jungs. Und Isaiah splasht ihn vorne oder dankt ihn vorne. Also das ist mehr sein Spiel. Das ist mehr das Spiel von unserem, oh Gott, Zubats. Also, ich will ja nichts sagen, aber unser Boy Weltmeister Daniel Theis sitzt auf der Bank. Ne? Also wenn ihr jemand braucht, der gut finishen kann in der Zone, der Junge ist am Start. Was ist denn hier los, Mann? Aber das sah aus wie ein Foul, ganz ehrlich. Das sah aus, als wäre Jalen an seinem Handgelenk gewesen. Kawhi sieht aus wie der große Bruder von Jalen Williams, fällt mir gerade auf. Okay, jetzt ist so ein bisschen die Bench-Unit drin von OKC. Wir bleiben aber drauf, weil wir sowieso nur die zweite Halbzeit gucken. Boah, dieser Euro ist so tödlich. Josh Giddey. Splash. Ist eigentlich auch kein Shooter. Kenridge. Ja, und OKC zieht hier weg. Ey, die haben eine tighte Defense in der Zone. Die haben eine richtig gute Rim Protection dafür, dass sie so klein sind, die Thunder. Oh, wilder Layup. Guter Cut. Also, wenn du cutten und werfen kannst, kommst du in die NBA. Das lege ich jetzt einfach fest als Statement. Wer cutten und werfen kann, kommt in die NBA. Es hilft, wenn man auch noch die Handles hat von Kyrie. Aber cutten und werfen ist so, vor allem cutten ist so ein unterschätzter Aspekt im Basketball. Hier ist Chad. Also Zubats hat gar keinen guten Abend, leider. Ist eigentlich ein krasser Spieler sonst. Hier ist James. Keiner nennt Harden jemals James, oder? Ey, aber das Ding wird ein ziemlicher Blowout hier. Das sind ja 20 Punkte jetzt. Wobei, vielleicht kommen die Clips jetzt nochmal. Wir haben noch 7 Minuten. Minus 14. Ja, aber nicht mit so einer Defense, Jungs. Vielleicht haben PG und Russell ein schlechtes Gewissen, in OKC zu gewinnen. Und Harden. Die waren ja alle mal in OKC, what the fuck? Boah, es geht sehr zur Sache da unterm Korb, finde ich, auf beiden Seiten. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, ich sage nur, es ist ein bisschen ungewohnt. Schlau.
Okay, es bleibt so bei 14, 15 Punkten hier die ganze Zeit. Aber sie sind einfach nicht stark genug. Da, Mismatch, da musst du hoch, Junge. Als ob Harden da irgendwas verteidigt. So, hier haben wir Plumlee mit dem Putback. Das Ding ist immer noch in Reichweite. Also gerade mit dem Dreier kriegst du auf 15 Punkte in 3 Minuten easy geholt. Aber die Clips haben echt hier schon aufgegeben, ne? Die Clippers haben ihre Bank einfach drin. Und die Thunder haben so einen Mischmasch aus Bank und Startern noch auf dem Feld. Aber ja, eigentlich können wir jetzt hier zumachen, Leute. Also wenn es noch ein krasses Play gab, dann sehen wir es eh gleich in der Top 10. Aber ich will jetzt nicht, unnötig Zeit verschwenden. Und wir schauen mal kurz, wie das Spiel abgelaufen ist. Es wundert mich ein bisschen. 129, 107, also war sehr deutlich. PG nur 14 Punkte. Westbrook hatte 2 Punkte. Was ist denn mit diesen Jungs los? Westbrook, Clay, ist das jetzt die Zeit? Also es ist noch nicht die Zeit hoffentlich, aber das sind zwei sehr, sehr schlechte Spiele von den beiden. Und Westbrook ja normalerweise wirklich besser. Von der Bank Harden mit 17. Die haben okay getroffen, den Dreier. Hatten 14 Turnover. Was hatte denn OKC? OKC hat sehr, sehr gut getroffen. Aber jetzt auch nicht crazy. Ich verstehe gar nicht, warum man so auf den Sack bekommen hat. Starting 5 bei OKC war sehr dominant. Also wirklich, wenn du dir das hier anguckst vom Scoring von der Bank, kam auch ein bisschen was. Isaiah Joe haben wir vorhin schon gelobt. Schau mal, die Bankspieler, alle plus 20. Also die müssen richtig rasiert haben mit ihren Minuten und mit Shea zusammen. Okay, was hatte Holmgren? 17, 10 und 3, 3 Blocks, klar. Shea mit 31, 8. Okay. Was hatte Kawhi? 20. Zubats hatte 13. Hatte unser Boy Daniel Theis was? Hat nicht gespielt. Großer Fehler von Ty Lue. Man muss ihn spielen lassen, dann gewinnst du auch. Okay, Freunde, jetzt gehen wir einmal kurz in das Triple-Double von Jokic. 21, 19 und 15. Er wurde hier dazu befragt. Er sagt aber nichts, ne? Er sagt wie immer einfach so, ja, tolle Leistung, bla bla. Er ist halt ein sehr, sehr bescheidener Spieler. So der Tim Duncan in unserer Generation. Es gab leider keine Highlights bei der NBA. Richtig wack. Deswegen müssen wir hier auf so einen anderen Kanal gehen. Und ich will es einfach ein bisschen gucken, vor allem der Assist, der jetzt kommt. Achtung, wir haben den schon 100 Mal gesehen, aber es ist so ein perfekter Assist, einfach jedes Mal genau on the money. Aaron Gordon weiß genau, ich muss nur nach vorne rennen. So, das ist basically wie Aaron Gordon plus Maskottchen im Dunk-Contest. Das ist einfach immer Magic. Okay, jetzt spielt er einfach nur mit ihnen, oder? So einen Pass spielst du normalerweise nicht in der NBA. Ey, by the way, Jordan Poole mittlerweile auf der Bank. Der startet nicht mal mehr für die Wizards. Der ist jetzt auf der Bank. Zusammenspiel mit Reggie Jackson. Findet unseren Boy, wie heißt er überhaupt? Christian Brown, genau. Ja, und halt, ey, was willst du? Schau mal, die führen mit 20 im zweiten Viertel. Das ist so ein... Ey, Washington ist so ein Trümmerhaufen, ohne Scheiß. Ich habe neulich mal überlegt, mir da ein Spiel anzugucken, aber hell no. Also da gehe ich echt noch lieber zu den Raptors. Handoff, give and go. Oh, ist das perfekter Basketball, ey. Nochmal, der Boy war auch 10 von 10 aus dem Feld. Ja, der hat nicht daneben geworfen in diesem Spiel. Aber gut, wenn deine Gegenspieler auch Marvin Bagley sind, ich glaube, dem würde ich auch Buckets drücken. Es wirkt einfach, oh Gott, es wirkt so simpel und dann sind immer die Mitspieler offen, weil sie genau wissen, ey, wenn ich mit Jokic spiele, ich muss einfach nur zum Korb cutten, ich bekomme den Ball. Wir haben danach, glaube ich, noch ein, zwei Games, muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, wir haben noch Magic, ne? Magic haben wir noch mit einem sehr starken Game von unserem Boy Mo Wagner. Oh, fastes Travel. Fastes Travel von Jokic, aber er hat es noch gerettet. Und das Ding ist einfach eine 20-Punkte-Klatsche seit dem zweiten Viertel. Ich weiß gar nicht, warum Jokic hier noch spielt. Oh, diese Beinarbeit.
Hier nochmal. Oh, oh. Beautiful. Beautiful. Nee, komm. Hör auf, Björni, hör auf. Ich würde sagen, jeder Basket war der easiest Basket he had tonight. Also das hat der Kommentator gerade gesagt. Yes, Freunde, wir haben noch ein Game vor uns. Und das ist dieses hier, Orlando gegen die Cavs. Und die Cavs haben ja die ganze Zeit diesen Anspruch oder dieses Feeling von, ey, die gewinnen gerade alles und die Cavs sind jetzt ein legit Contender. Und ich halte die ganze Zeit so ein bisschen dagegen und sag, ich glaube das den Cavs einfach nicht. Also die haben viel gewonnen, die hatten aber auch viele leichte Teams in diesem Stretch. Und ich glaube das denen einfach nicht. Und ich glaube, dass dieses Game hier ganz gut dafür ist. Ich habe da schon ein bisschen vorgeskippt. Auch hier können wir einfach in die zweite Halbzeit gehen. Da haben wir nämlich ein ausgeglichenes Game. So, wir haben unseren Boy Franzi, wir haben hier Banchero, wir haben hier Sachs müsste es sein, Wendell Carter und Gary Harris. Genau, und bei den Cavs sind auch die normale Starting Five auf dem Feld, wenn ich das richtig sehe. Yes. War das unser Boy Franzi? Wer hat gerade den Dreier getroffen? Natürlich war es Franzi. Wer sonst? Wer sonst? Bester Mann. So, hier ist Isaac Okoro. Mit dem mich für immer verbindet, dass er und ich gesagt haben, dass die Uber-Driver in Paris einfach fucking reckless sind. Gute Defense. Hier ist Garland. Garland crazy klein, by the way. Also sieht man ja auch auf dem Court, aber der ist wirklich klein. Es ist immer so krass zu sehen, wenn jemand irgendwie mit, weiß ich nicht, 1,85 vielleicht, 1,80 wirklich es in die NBA schafft. Hier ist Franzi. Wunderschöner Alley auf Cole Anthony. Aber wir haben ausgeglichen das Game hier. Und ich warte so ein bisschen drauf, dass unser Boy Mo jetzt mal in Erscheinung tritt. Joe Ingles. Der wirkt immer so ein bisschen wie der Onkel, der bei der Familienfeier auch kurz zwei Buckets nehmen will und dann wieder ausgewechselt wird. George Niang. Kranker Schrank, by the way. Jonathan Isaac. Sein Name ist mir heute nicht eingefallen bei Undrafted. Ey, die neue Undrafted-Folge lohnt sich, Freunde, wirklich. NBA Europe-Kanal heute ab 16 Uhr lohnt sich sehr. Wir haben da alle Playoff-Serien durchgetippt. Wir haben das All-Star-Game nochmal besprochen. Wir haben ein bisschen über den Struggle der Bucks geredet. Das war sehr, sehr geil. Wir waren uns auch nicht immer einig bei den Playoff-Serien. Das hat wirklich Spaß gemacht. Checkt das gerne aus. Oh, Cole Anthony. Warte mal, habe ich gerade Cole Anthony gesagt? Ich meinte Anthony Black, ne? Vorhin bei dem Alley-Oop. So, hier ist Mo. Mo gegen Evan Mobley. Okay, da kann Mo wenig machen, weil Mobley ist 3 Meter groß. Komm, Mo ist in der Corner frei. Mo ist in der Corner frei. Gib Mo. Nee. Okay, wir haben jetzt das dritte Viertel gesehen. Keinen einzigen Bucket von Mo. Er bleibt aber im Spiel. Ah, Ball ist verloren. Nein, Mo ist frei. Er kriegt wieder den Ball nicht. Was hat Cole Anthony hier gegen uns? Cavs sind down mit 7. Jetzt nur noch down mit 3. 4. 7 minus 3 ist 4. Wagner. So, jetzt mal, komm aus dem Pick and Roll. Ey, er gibt ihm gar nicht den Ball, ne? War gute Defense von Mo und dann Ball abgegeben und Ingles attackiert. Guter Move. Garland so schnell einfach. Oh. Ja, müssen wir gar nicht hingucken. Den wird er eh nicht abgeben. Geiler Euro. Ey, und schon führt Orlando mit 11. Und das, obwohl sie so ein starkes Team die ganze Zeit sind. Klar, jede Mannschaft kann jede Nacht verlieren, ich weiß schon. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hart, was die Cavs angeht, aber ich traue den Ganzen einfach nicht. Vor allem mit ihrer Playoff-Performance letztes Jahr, wo sie ja komplett auseinandergenommen wurden von New York. Ich traue denen einfach nicht wirklich, sorry.
Oh, gutes Give and Go, gutes Give and Go. So, die beiden Broskis zusammen auf dem Feld. Pick and Roll zwischen den Broskis. Und Franzi mit dem Hookshot über Jared Allen. Nochmal die Broskis. Ey, ihr werdet gleich sehen, warum ich die ganze Zeit darauf warte, dass Mo hier seine Bälle bekommt. So, hier einen Dreier haben wir jetzt von ihm gesehen. So, das ist nämlich das Ding. Der Mofo hat 20 Punkte und wir haben nichts davon gesehen. Ich dachte, wir sind total gut, wenn wir in die zweite Halbzeit gehen, weil es auch ein knappes Spiel wird. Dachte ich, okay, easy, dann schauen wir in der zweiten Halbzeit, wie Mo hier zum Kochen geht. Aber es passiert ja nichts. Es passiert nichts. Er hat einen Dreier getroffen. Zur Arbeit geht, wollte ich eigentlich sagen. Okay, also Magic führen hier mit 8, verlieren aber auch oft den Ball, ne? Garland, Allen, es ist auf jeden Fall noch eine Menge Zeit, ja, das kannst du auch noch verlieren, wenn du die Magic bist. Cole Anthony, müssen wir nicht drauf warten, dass er den Ball abgibt. Hier ist Banchero, von ihm haben wir heute auch wenig gesehen, von Franzi auch, also es ist ein bisschen merkwürdiges Spiel irgendwie. Eine Menge Cole Anthony, ehrlich gesagt. Wieder Steal. Okay, also du bist nie safe in der NBA. 8 Punkte, eine Minute ist schon möglich. Selbst das hier ist noch möglich, wenn Okoro den macht. Nee, macht er nicht. Niang ist aber da. Ah, ja, jetzt ist ein bisschen wenig Zeit. Ah, sorry, Strus war das. Okay, am Ende sind es 116 zu 109 und ich zeige euch das jetzt. Ich bin jetzt richtig hier. Also es war ein richtiger Fail jetzt für mich, weil, wo ist dieses Magic-Spiel? Hier. Also guck mal, ich sehe den Boxscore vorhin, sehe Mo Wagner 22 Punkte, 7 Rebounds und mal mir schon aus in meinem Kopf so, wow, krass, Mo hat die Cavs zerstört und freue mich voll auf die Highlights. Sehe auch hier in der Starting Five, okay, keiner wirklich krass. Dann muss es das große Mo-Wagner-Game sein. Aber war es dann halt einfach nicht. 22 Punkte, aber wir haben es jetzt in den Highlights leider nicht gesehen. Dann war vielleicht seine erste Halbzeit sehr, sehr krass. I don't know. Auf jeden Fall sonst, ja, bei den Cavs nichts wirklich Erwähnenswertes. Kein Donovan Mitchell, muss man dazu sagen. Okay, wir gehen in die Top 10 und dann schauen wir noch kurz in die Tabelle, Freunde. Oh, Goldman Tater, bester Mann. Thursday, we got your Top 10 right here on NBA.com. At number 10, Peyton, straight hating on this shot. Look at him rise and shine on defense to get in at number 10. Moving along to number 9. Okay, guter Start, mal gucken, was noch kommt. Oh, Zion? Young Zion ist crazy. Dafür, dass der Typ Anfang 20 ist. Aber ich habe viel mehr Angst hier um den Kopf von Fred VanVleet. Das wäre fast eine Sabonis-Draymond-Situation, glaube ich, geworden. War das Sabonis, dem er aufs Gesicht gestiegen ist? Irgendwem ist Draymond, glaube ich, aufs Gesicht gestiegen. Nein, das war, ich weiß nicht mehr, wer das war gegen Grant Williams. Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, den haben wir gesehen. Wunderschöner Pass. Behind the Spine Dime. Wir müssen gleich mal gucken, ob Detroit gewonnen hat. Ja. Diese Layups. Ich würde sagen, Kyrie hat wahrscheinlich mit die beste Körperkontrolle in der NBA, weil seine Movements sitzen einfach alle und selbst wenn er quasi gegen seine Bewegung geht, gegen sein Momentum geht, schafft er es trotzdem noch, sich auszubalancieren. Es
richtig schwer zu beschreiben. Ist wie eine Katze fast. Der Typ ist einfach nicht normal. On to number four, where we always get up off the floor, Jackson Hayes. Ooh, let's go, Jackson Hayes. Dafür bist du in der NBA. Okay, ich bin gespannt. Oh, Kings haben wir gar nicht gesehen. Wemby? Nee. Spike in flight in the Sacramento Kings. It's an attack on Zach from DeMar. Oh my god. Spike in flight in the Sacramento Kings doing their thing. They get in at number 3. Up to number 2 and Herbert Jones throwing. Yes, my boy Herb Jones. And one of fun, and that's a huge stuff on Jabari. Okay, was könnte die 1 sein? Glaubt ihr, wir haben die 1 schon gesehen? Haben wir irgendwas richtig Krankes gesehen? Vielleicht irgendwas von Kyrie und Luca? Aber ich glaube, sonst haben wir nichts so Heftiges gesehen. Vielleicht ein Game-Winner? Oh, Jalen Green? Oh Gott. Okay. Boah, da fand ich den Sabonis-Dunk aber geiler. Also, gib mal ein bisschen Respekt meinem Boy hier, Domantas Sabonis. Da fand ich seinen Dank schon nicer. Okay, Freunde, wir gehen noch schnell in die Tabelle. Wir haben die Celtics weiterhin an der 1, die Cavs an der 2 vor den Bucks. Vielleicht bin ich auch deswegen so negativ down gegen die Cavs, weil sie mich abfucken, dass sie vor die Bucks gegangen sind. Wir haben dahinter die Knicks, dann die Sixers, die weiterhin abkacken. 7 aus den letzten 10 verloren. Cavs haben übrigens gewonnen, 8 aus den letzten 10 und die Celtics sogar 9 aus den letzten 10. Die sind gut am Gewinnen, genauso wie die Magic. Shoutout an die Magic, die gewinnen einiges hier gerade. Ansonsten nichts Besonderes. Ich wollte wissen, ob die Pistons gewonnen haben. Nein, natürlich nicht. Auf die Pistons ist Verlass. Die haben natürlich nicht gewonnen, sondern stehen 8-47. 14% Siegquote. Stark. Richtig stark. Die Hornets haben, by the way, 14 Siege. Und sonst fällt uns hier nichts besonders auf. Okay, wir gehen in den Westen. Und nochmal, der Westen ist absurd. Der Westen hat so viele Contender. Ich arbeite gerade an einem Video. Was heißt, ich arbeite daran? Ich bereite es die ganze Zeit vor, aber kam noch nicht wirklich dazu, das zu filmen. Ein Video, wo ich machen will, quasi das große Problem mit jedem Contender. Und im Osten habe ich 3 Teams. 3, 4 Teams vielleicht. Im Westen habe ich fucking 9 Teams oder 7 oder so. Schau mal, Wolves, Thunder, Clippers, Nuggets, Pelicans habe ich ehrlich gesagt nicht, Mavs, Suns, Lakers, Warriors. Die habe ich alle als Contender. Die könnten alle theoretisch das Ding am Ende gewinnen. Also, Wolves an der 1, Thunder an der 2, haben jetzt die Clippers geschlagen. Das ist ein starkes Statement, die auch mit 20 nach dem All-Star-Break wegzuhauen. Müssen wir nochmal kurz drüber nachdenken. Das ist wirklich ein starker Beweis dafür, wie legit und wie gut die Thunder wirklich sind. Die schlägst du nicht so einfach. Die Nuggets haben jetzt gewonnen. Pels haben 4 in Folge gewonnen, Mavs 7 in Folge gewonnen, 8 aus den letzten 10. Das ist eine sehr, sehr gute sehr, sehr gute Richtung nach vorne. Ansonsten, ja, Lakers und Warriors müssen echt anziehen. Warriors haben jetzt eine Menge gewonnen, Lakers haben 6 aus 10 gewonnen, aber die müssen anziehen, weil am Ende, du willst nicht von den Jazz am Ende noch überholt werden. Und was haben wir noch? Ja, sonst ist eigentlich nichts Wildes mehr. Hier unten halt die Trash-Teams. Ja, also viel hat sich nicht getan in der Tabelle, aber wir hatten jetzt natürlich auch All-Star-Break, da stand die Tabelle eine ganze Weile still. Ich bin sehr gespannt, welche Teams sich wie noch entwickeln werden. Das war's jetzt heute von mir. Tausend Dank euch für den Support, vor allem über das All-Star-Weekend. Da waren die Klickzahlen und Views sehr, sehr krass. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Mann, ey, das macht Bock, wir ziehen weiter durch. Es wird jetzt halt so sein, dass, wenn ich in Toronto bin, ich keine KBJ-Show machen kann. Das heißt, nächste Woche findet ihr hier keine KBJ-Show. Deswegen nochmal die Frage, macht es vielleicht Sinn, dann die Vlogs hier zu machen aus Toronto? Oder macht man die Vlogs doch auf Bobbykern und der Kanal ruht einfach für eine oder anderthalb Wochen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wir kommentieren auch am 3. März, kommentieren wir irgendein Spiel im League Pass, ich weiß gerade nicht welches, poste ich noch bei Insta. Und ist noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war's. Wir haben,
ja, wir haben die Vlogs hier, ich bin in Toronto. Wenn ich aus Toronto wiederkomme, kommentieren wir. Und welches Spiel sage ich euch noch? Yes. Ey, komm, wir sind raus. Danke euch fürs Zuhören. Danke euch fürs Zuschauen, Freunde. Wir hören und sehen uns die Tage. Bis dahin, haut rein. Peace.